Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Magazin und einem neuen Video, meinerseits einem kleinen News-Video. Und ich mache das auch nur, weil ihr alle immer und immer und immer wieder danach fragt. Ich kriege da sehr, sehr, sehr viele Nachrichten zu. Und ihr habt es eh alle schon mitbekommen. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, gebt ihr hinterm Mond, dann noch ein Stück weiter und dann links. Und das Coronavirus geht rum. Oh mein Gott, da brauchen wir auch gar nicht groß drüber reden. Ich bin davon kein Experte. Ihr seid wahrscheinlich auch keine Experten. Da gibt es Experten zu, die können sich da gerne drüber unterhalten. Aber eine Sache, die jetzt immer aktueller wird und wozu es heute auch schon ein paar E-Mails bei mir im Postfach gegeben hat, und das habt ihr einiges auch schon mitbekommen, dass sämtliche Kirmesveranstaltungen erstmal abgesagt wurden und auch das Freizeitpark jetzt ihre Tore schließen werden. Es hat für mich irgendwie gefühlt mit dem Münsteraner Send angefangen, dass der abgesagt wurde. Die Palmkirmes Recklinghausen ist jetzt auch abgesagt worden. Der Frühlingsdom, wo der Olympialoop schon angefangen hat aufzubauen, wurde abgesagt. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und zum Beispiel Efteling wird jetzt nach dem Wochenende seine Tore schließen. Das Toverland wird nach dem Wochenende bis einschließlich erstmal den 27. März wieder schließen. Und auch das Disneyland Paris wird ab Sonntag oder nach Sonntag dann geschlossen sein. Also könnt quasi jetzt noch ganz, ganz schnell das Wochenende jetzt noch ein paar Freizeitparks besuchen und dann war es das erstmal und die ganzen Parks machen zu. Es ist alles immer noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Es ist auf jeden Fall wirtschaftlich richtig, richtig, richtig scheiße. Nicht nur was die Freizeitindustrie angeht, alles. Alle sind am Arsch. Da natürlich besonders, weil da ist die Saison läuft langsam an. Es wäre jetzt fast losgegangen. In zwei Wochen ist Saisonstart und jetzt ist so. Das ist echt scheiße. Aber das wisst ihr, glaube ich, selber ganz, ganz gut auch selbst. Und es ist trotzdem kein Grund, jetzt Hamsterkäufe zu machen und so weiter und so fort. Ich habe ja auch vor ein paar Tagen oder Wochen, weiß ich gar nicht mehr, auf Instagram euch ein Bild gepostet mit ein bisschen Text dazu. Das kam ja auch ganz gut an, gute Resonanz. Ein paar waren ein bisschen doof und haben es nicht kapiert. Ich habe die Sachen da, die haben wir nicht an, weil wir das möchten oder weil wir das cool finden oder sonst irgendwas. Das sind Sachen, die mussten wir anhaben. An dem Ort, wo wir waren. Das sucht man sich dann leider nicht aus. Ansonsten, ja, bleibt abwarten angesagt. Ich habe hier noch genug Kram, den ich euch zeigen kann. Es gibt weiter jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video. Und Ideen habe ich auch noch genug, um die Zeit zu überbrücken, wenn es wieder losgeht. Aber ich habe natürlich auch keinen Bock auf die ganze Scheiße. Aber was sollen wir jetzt machen? Kopf in Sand stecken bringt auch nichts. Und ansonsten können wir gerne uns austauschen und diskutieren in den Kommentaren, wenn ihr das möchtet. Und ihr habt jetzt das Video bekommen zu diesem Thema, weil so viele nachfragen. Es hat zum Beispiel auch heute der Hansapark wohl noch gepostet gehabt oder im Newsletter stand, dass die den Saisonstart ganz normal machen wollen. Das kann sich alles jederzeit ändern. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass sich alles ganz, ganz, ganz schnell ändern kann. Und deswegen kann man auch keine Prognose stellen. Man kann von mir aus unten in den Kommentaren mal versuchen aufzulisten, was, wie lange, von wann bis wann geschlossen ist. Aber es kann keiner lange voraussagen. Es kann auch sein, dass morgen der und der wieder zumacht, der und der aufmacht und so weiter und so fort. Man weiß es einfach nicht. Deswegen kann man das auch nicht einschätzen, was ich denke, wer denn jetzt in die Saison normal startet. Einfach abwarten und hier ab und zu reingucken oder auf Instagram. Da halte ich euch dann auch noch auf dem Laufenden. Und ansonsten war es das jetzt von mir am Freitag, den 13. Ich wünsche euch noch viel Spaß und gute Unterhaltung hier auf dem Kanal. Es gibt auf jeden Fall noch genug hier zu sehen. Und ich bin's raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Radio Video Magazin. Peace.